Das SM7B von Shure ist ein sehr teures, aber auch sehr beliebtes Mikrofon. Woher diese Beliebtheit kommt, wollte ich mal untersuchen, indem ich es mir einfach selbst gekauft habe. Dieses Video wird natürlich jetzt mit dem Shure SM7B eingesprochen. Viele Videos konzentrieren sich darauf, die Klangqualität zu bewerten. Und die ist bei dem Mikrofon natürlich gut. Die ist aber auch bei anderen Mikrofonen gut. Das kann also nicht wirklich den Mehrpreis ausmachen. Welche vier Punkte ich noch gefunden habe, warum dieses Mikrofon so beliebt ist, erzähle ich euch nach dem Intro. Vorteil Nummer 1. Die Mikrofonkonstruktion ist insgesamt relativ schlank gehalten. Das liegt auch einfach an dem Formfaktor. Ich kann die Mikrofonkapsel direkt auf meinen Mund richten. Bei vielen Kondensatormikrofonen ist das nicht so einfach möglich. Die werden von der Seite eingesprochen und gerade für Menschen, die dann vor einem Bildschirm sitzen, ist das sehr nachteilig, weil ich dann doch einen sehr großen Teil des Mikrofons in meinem Sichtfeld habe. Zudem ist bei dem Mikrofon, da wären wir dann auch gleich bei Vorteil Nummer 2, die Spinne und der Popfilter schon direkt integriert. Und Spinne und Popfilter sind halt auch sehr groß und nehmen einen großen Teil des Sichtfeldes ein. Und das mindert dann auch so ein bisschen den Preis wieder, denn eine gute Spinne und ein guter Popfilter können auch schon mal ein bisschen ins Geld gehen. Und von daher, wenn man das abzieht, dass das bei diesem Mikrofon schon direkt integriert ist, ja, hat man auch wieder einen kleinen Vorteil. Dann kommen wir zum Vorteil Nummer 3, die Absorption von Nebengeräuschen. Das kann das Shure SM7B ziemlich gut. Das können auch andere Mikrofone gut, aber beim Shure SM7B scheint es da doch noch einen kleinen Vorsprung zu anderen Mikrofonen zu geben. Um das mal zu demonstrieren, spreche ich jetzt hier ein und tippe nebenher ganz fleißig auf meiner Microsoft-Tastatur herum. Und jetzt bin ich mal kurz still und tippe einfach weiter. Damit man auch eine Referenz hat, mache ich den gleichen Spaß jetzt auch mit meinem Rode NT1. Das steht in einer ähnlichen Position wie jetzt das SM7B und ich tippe die ganze Zeit fröhlich auf meiner Tastatur herum. Ja, und man sollte in der Aufnahme jetzt hören, dass die Tastaturgeräusche doch deutlich auf der Aufnahme landen. Ich bin jetzt auch mal still und tippe einfach weiter. Der vierte große Vorteil, den das Mikrofon hat, und das haben übrigens alle dynamischen Mikrofone, der Ton klingt auch gut, wenn ich jetzt mein Zimmer noch nicht schallisoliert habe, also keinen Schallschutz angebracht habe. Auch das ist ja wieder eine Geldfrage und auch ein bisschen so eine Know-how-Frage, ob ich mir wirklich jetzt mein Zimmer verschandeln will mit ja Schaumstoff an den Wänden und das ist ja auch nicht jedermanns Sache. Auch das ist halt ein großer Vorteil. Basotect ist ein Schaumstoff, der in der Lage ist, Schall zu isolieren und hier können wir einfach mal einen Blick auf die Preise werfen. Hier stellt man fest, wenn man sein Zimmer nun also mit Basotect auskleiden möchte, geht das am Ende ganz schön ins Geld. Vielleicht kann man dieses Geld einfach besser ins Mikrofon investieren und hat ein ähnliches oder gleiches Ergebnis. Dieses Video habe ich jetzt komplett ohne ein Fathead aufgenommen. Das geht jetzt nur in mein Motu M2 für die technisch Interessierten. Ich kann mir also im Zweifel auch ein gutes Audio-Interface kaufen und brauche dann keinen Fathead. Tatsächlich habe ich mir jetzt aber schon mal einen bestellt, einfach um beim Pegeln dann auch ein bisschen mehr Spielraum zu haben. Aktuell ist das Ganze auf 100% aufgedreht und ja, damit ist der Spielraum dann auch schon erschöpft. Am Ende des Tages habe ich jetzt mit dem Shure SM7B, also ein Mikrofon, das genau meinen Anforderungen entspricht. Mein schlecht schallbehandelter Raum wird damit ziemlich gut kompensiert. Ich spreche gerade sowohl in das Shure SM7B als auch in das Rode NT1. Damit der Vergleich fair ist, ist natürlich beim NT1 entsprechend die Spinne und der Popschutz installiert. Du kannst dir jetzt also mit dieser Aufnahme ein eigenes Bild von den beiden Mikrofonen machen. Das Rode NT1 ist natürlich überhaupt kein schlechtes Mikrofon, ganz im Gegenteil. Aber es nimmt mir halt zu viele Umgebungsgeräusche auf und auch das Echo bzw. der Hall in meinem Zimmer ist damit deutlich mehr hörbar. Ich klatsche jetzt einmal und wir schauen mal, wie die beiden Mikrofone performen. Ansonsten danke ich dir natürlich fürs Zuhören und wenn dich eins der beiden Mikrofone interessiert, schau gerne mal in die Videobeschreibung. Dort findest du meine Amazon Affiliate Links.